Und hier ist mal wieder Hortkind TV. Mein Name ist Steffen, das ist Nils. Jo, heute haben wir mal wieder einen ganz besonderen Tag, doch dazu mehr nach unserer Themenvorschau. Heute kochen mit Profis, plaudern mit Freunden und lachen mit Fremden. Auf der ganzen Welt verschwinden jeden Tag unzählige Socken nach dem Waschen spurlos. Ein ernstes Problem und letztes Mysterium unserer Zeit. Heute ist der Lost Sock Memorial Day. Tja, und deshalb bieten wir heute hier einer betroffenen Single-Socke die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Herzlich willkommen bei Hortkind TV, Manfred. Hallo Manfred. Hallo. Wie sollte denn die ideale Partnerin für Sie aussehen? Okay, ja, die sollte Größe 45 haben, nicht so ausgeleiert sein und gut riechen. Okay, da sind ja ganz schöne Ansprüche. Ja, schauen wir mal. Also unsere Hortline ist geschaltet. Ruft an für Manfred, eine echt coole Socke. Ja, alles Gute für Sie, Manfred. Ja, auch von mir. Jo, danke. Rührend. Und wir haben weiterhin bei uns Manfred die Socke. Hi. Der Aufruf ist gestartet und es gibt tatsächlich schon eine ganze Menge Interessentinnen. Wow. Vielleicht an dieser Stelle noch ein paar Infos über Sie, Manfred. Haben Sie denn einen Lieblingssport? Fußball. Ja, klar. Und Lieblingsgetränk? Ein frischgezapftes Fußpilz. Sehr schön. Und haben Sie auch eine Lieblingsspeise? Ja. Ja, und welche? Käse vom Fuße des Harzes. Weitere Köstlichkeiten jetzt im Hortkind-Kochstudio. Hallo und herzlich willkommen im Hortkind-Kochstudio. Wir kochen einfach schnell und... lecker. Heute machen wir uns ein raffiniertes Dessert, ein Möhrenbiskuit. Dazu brauchen wir eine Möhre, eine Bürste, ein Messer, frische Sahne und etwas Kakaopulver. Die Möhre wird zunächst vitaminschonend abgebürstet und anschließend hauchdünn aufgeschnitten. Dann verfeinern wir mit der Sahne und geben abschließend etwas Kakaopulver darüber. Fertig! Und? Lecker! Die Telefone laufen weiterhin heiß und wir fragen uns, wer wird die Neue an der Seite von Manfred? Hm? Gibt es denn Socken, die von vornherein keine Chance bei Ihnen hätten? Naja, Feinstumpfhosen brauchen ja nicht erst ankommen. Probiersäckchen aus dem Schuhladen kannst du ja immer in die Tonne hauen. Okay. So einen Netzstrumpf würde ich jetzt nicht von der Bettkante stoßen. Und unsere heutigen Interviewgäste haben auch einen echten Sockenschuss. Manfred, möchten Sie die vielleicht mal ansagen? Kann ich machen. Und hier sind Zärtlichkeiten mit Freunden. Läuft, ja? Jetzt sollen wir noch hier reingucken. Genau, ja. Genau. Und dann, wenn ein Steffen fragt, gucken wir zu Steffen. Genau. So machen wir's. So, und hier haben wir heute die bekannte Band Zärtlichkeiten mit Freunden. Aktuell unterwegs mit dem Programm Das Letzte aus den besten 6 Jahren. So, ihr seid soweit? Können wir loslegen? Ja. Alles klar. Jetzt gucken wir. Beschreibt mit einem Wort euren Stil. Wir machen Musik Kasperett. Wart das ihr war Musik Kasperett, weil ein Wort... Sehr schön, ja. Wart ihr Hortkinder? Ja. Ja. Wunderbar, ja. Frühhort sogar, bei Frau Böhmer war ich im Frühhort. Wer von euch ist die größere Diva? Er, ist ja. Klar. Alles klar. Was tut ihr, um euch körperlich fit zu halten? Klappmesser. Ja, Klappmesser. Wir machen Klappmesser. Wie lang war eure längste Show? 4,5 Stunden. Ja. Fünf? Nein, mehr. Das war nee, länger. Silvester. Das Silvester. War Silvester. Wir haben von um 9 bis um 4 gespielt. Ja. Und wir haben hier tatsächlich 3 potenzielle Kandidatinnen für Manfred gefunden. Mandy. Hi. Birte. Hi. Und Olga. Hallo. Naja, da fällt die Wahl nicht schwer. Mandy.
Voll typisch, der Macho nimmt die Tussi. Also, ich hätte ihn mehr gerne erzogen. Also, tippen wir den. Tja, ich würde sagen, da haben wir noch einen Judeberg getan. Ja, wir sind übrigens nächsten Freitag im K9 in Konstanz live zu sehen und natürlich am gleichen Tag auch wieder hier auf diesem Kanal. Ja, und abonnieren, teilen, posten nicht vergessen. Ja, und jetzt noch der Lachsack der Woche. Jetzt haltet doch mal den Rand. Das war Hortkin TV. Ciao! Ciao.